Fantastisch, dass ihr alle da seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Schön, dass ihr da seid, ich freue mich. Ich will wirklich Zeit nehmen, euch diesen Film zu erklären, aber heute bekommt ihr mal ein bisschen tieferen Einblick im Zusammenhang mit diesem Film, warum nicht nur dieser, sondern auch die anderen Filme überhaupt entstanden sind. Weil jeder Film hat so eine Geschichte, das sind nicht einfach Unterhaltungsfilme, es wurde schon von ethisch und moralisch hochwertig geredet, aber was mir wesentlich ist, voranzustellen, die Geschichten in sich sind natürlich frei erfunden, aber die Daten, die in diesen Geschichten vorkommen, die sind alle wahr. Das heißt, wenn du einen Film von mir schaust, dann hast du, wenn du hörst so und so viele Tote oder das und das ist geschehen, dann ist das auch wirklich geschehen. Es beruht immer auf Wirklichkeiten. Und das sind sehr ernste Themen. Und wie es zu diesen ernsten Themen kommt, möchte ich jetzt besonders mit diesem neuen Film 4.1 geht's besser darlegen. Und ihr müsst euch ein bisschen anschnallen, jetzt wird es ein bisschen hart. Weil die Inhalte in sich so hart sind, habe ich es als Komödie verfilmt. Weil wenn man diese Dinge, die in sich schon hart sind, auch noch hart bringt, dann rutschen wir irgendwo in eine falsche Richtung ab. Ich möchte jetzt da nicht spekulieren, in welche Richtung, aber sicher eine falsche. Also habe ich mich entschieden, das Ganze mit viel Humor anzugehen und vor allem vereint. Ja, das ist ja das Stichwort dieses Filmes, vereint geht's besser. Diese Probleme, die wir in diesem Film behandeln oder aufzeigen, ins Bewusstsein rufen, die kann man nur vereint lösen. Es kommt ein bisschen ernsterer Teil zum Anfang. Ich erkläre euch kurz, worauf dieser Film fußt. Ich habe Zuschriften bekommen, natürlich als KlarTV und S&G und AZK und so weiter, bekommen wir natürlich tausende von Zuschriften. Und darunter wurde mir eine große Abhandlung zugestellt, eine Vorwegnahme von einem Werk, das mehrere tausend Seiten Enthüllungsliteratur beinhaltet. Die gibt es bislang vor allem in Italienisch. Und das ist der Zündstoff in diesem Film. Ich wusste am Anfang gar nicht, was soll ich damit machen, soll ich das glauben, soll ich es nicht glauben. Aber als ich genug darüber nachgedacht habe, dachte ich doch, das ist wesentlich, was hier gesagt wird. Weil hier haben 5 Whistleblower ausgepackt, und zwar Whistleblower, das sind solche Leute, die als Insider einer größeren Geschichte auspacken. Und diese Insider kommen von den sogenannten Höchstgrad Freimaurern. Und da reden wir jetzt nicht von Leuten bis zum 33. Grad, schon das ist ja in sich krass genug, dass es solche Geheimgesellschaften gibt. Es wurde ja lange bestritten, dass es überhaupt existiert. Aber dann haben 5 von den Ranghöchsten über Jahre entschieden, wir steigen aus dieser Geschichte, weil es geht hier um das erklärte Ziel insgeheim einer Weltherrschaft. Wir hören es ja fast täglich in den Nachrichten und überall diese Einweltordnung, das Anstreben einer Einweltregierung, einer Einweltwährung, einer Einweltreligion. Es kommt ja an jeder Ecke, gell? Und diese Leute, die ganz zu oberst in der Spitze drin sind, die viel mehr wissen als die in der untersten Etage, die konnten es nicht mehr halten. Also einige davon, das sind natürlich Unmengen von Leuten, die da mit drin hängen, aber eine Gruppe von 5 Ranghöchsten hat das Gewissen so geschlagen und sie kommen ans Licht mit tausenden von Aufdeckungsseiten, wo sie Ross und Reiter beim Namen nennen, wo sie geheime Operationen in hunderten und tausenden von Seiten im Detail schildern, mit Namen, mit Ortsangaben, mit jedem Detail, um das Schlimmste zu verhindern. Und das Schlimmste, das sie verhindern möchten, ist, dass sie ihr Ziel erreichen, was sie über Jahrhunderte jetzt eingefädelt hatten, insgeheim. Das wird natürlich öffentlich immer nur als Verschwörungstheorie gehandelt, aber sie packen aus und sagen, nehmt uns ernst, es wird den Großteil der Menschheit das Leben kosten, wenn unsere Pläne hier gelingen. Und die steigen aus und unternehmen einfach denkbar alles, was möglich ist. Was die Kernbotschaft dieser Menschen ist, was eigentlich in diesen tausenden von Seiten drin ans Licht gebracht wird, dieser Kern ist Thema des neuen Filmes. 4.1 geht's besser. Ich zeige mit diesen Gruppen oder mit diesen Leuten, die hier die Hauptrollen spielen, zeige ich das Problem, dass wir als Volk oder die Menschen als Völker haben. Wir könnten unterschiedlicher nicht sein und haben zusammen die mühsame Aufgabe, gegen etwas festzustehen oder anzugehen oder anzukämpfen, das uns haushoch überlegen ist.
Und die Unterschiedlichkeit untereinander ist unser größtes Hindernis, dass wir uns selber in die Quere kommen gerne, dass wir so verschieden sind, dass wir uns selber genug Hindernis sind, dass wir noch nicht mal an den Start kommen in diesem ganzen Spiel. Und das wird dargestellt, der Film ist auch selbstredend, dann durch diese vier Ehepaare, die unterschiedlicher nicht sein können. Aber ich möchte nur darauf hinweisen, dass das der Tathergang ist sozusagen, dass die Inhalte, die Daten mitunter jetzt aus der vergangenen Geschichte alles in echt aufgreifen, um dann das zu kanalisieren, um einen Grundgedanken in der Mitte aufleben zu lassen, den es dann zu beobachten gilt, den es zu untersuchen gilt, ob es denn so sei. Weil wenn das wahr ist, was diese fünf Aussteiger der Welt mitteilen wollen, dann steht es so ernst, dass wir nur vereint dagegen ankommen. Also ist dieser heutige Tag, diese Filmpremiere mitunter auch ein Aufruf, die Augen zu öffnen, sich anzuschließen und zu untersuchen, wie viel ist daran Wirklichkeit. Also es ist noch nicht so eine feste Behauptung, es ist mal ein Spiel, ein Film und so weiter. Aber ich möchte jetzt, bevor dieser Film läuft, euch die Frage beantworten, gibt es denn überhaupt wirklich Verschwörung? Weil das ist ja hier dieser große Kampf in den Medien die ganze Zeit. Sobald jemand etwas sagt, heißt es, es ist eine Verschwörungstheorie, das sind Verschwörungstheoretiker. Und freilich, das gibt es. Es gibt reinste Verschwörungstheorien, die einfach nur Unsinn sind. Wo man einfach nur sagen kann, das sind wilde Fantasien, gefährliche Fantasien vielleicht sogar. Aber dass es tatsächlich Verschwörung gibt, und zwar in richtig großem Stil, das möchte ich den Skeptikern unter uns hier auch heute oder all denen, die heute dabei sein, übrigens von mir auch noch Hallo hier drüben an den Bildschirmen, auch euch da drüben in allen Ländern möchte ich, wenn ihr skeptisch seid gegenüber der Frage, gibt es wirklich Verschwörung, möchte ich euch mit reinnehmen von einer Verschwörung, die mir niemand auf der Welt widerlegen kann, die so eindeutig ist, dass ich sie jetzt mal in eine geraffte Übersicht genommen habe. Das ist wiederum nur die Spitze des Eisberges. Aber ich habe mich einfach mal entschieden, über eine Verschwörung vorab kurz Einblick zu geben, damit auch der hinterste und letzte Skeptiker, der sich sagt, Verschwörung gibt es doch gar nicht und schon gar nicht im großen Stil, das würde doch auffliegen. Ich möchte dir bildgewaltig zeigen, dass das existiert und zwar an meinem eigenen Beispiel. Ja. Also ich mit Namen Ivo Sasek erlebe seit Jahrzehnten eine Verschwörung, die ich jetzt mal dokumentiert habe. Und da hinein gehört dieser Film. Auch diesen Film wirst du wahrscheinlich nicht in den Kinos finden, aus demselben Zusammenhang wie das, was ich dir jetzt gleich Revue passieren lasse, wenn ich mal so sagen kann. Die Filme von mir kannst du in keinem einzigen Geschäft kaufen. Und wenn wir auch in den Kinos drin waren, du wirst die Filme von mir in keinem Kino sehen können. Und das hat seinen Grund. Begonnen hat es schon vor einigen Jahrzehnten. Wie aus heiterem Himmel begann es, Verleumdungen zu tropfen. In mein Leben rein kamen Menschen, die Lügen über mich begannen zu erzählen. Obgleich ich ein völlig hingegebenes Leben an Gott gelebt habe, das einfach nur für Gott da sein wollte, das nur den Menschen helfen wollte, das Menschen gesund machen wollte. Wir haben Kranke rehabilitiert auf eigene Kosten, Drogensüchtige, psychisch Leidende aller Art. Und dann begann es tropfenweise schlimmer zu werden. Es ging eine Verleumdungswelle los. Ich sage jetzt mal eine Verschwörung. Hat sich angebrochen, hinein in christliche Freikirchen zuerst, dann in Zeitschriften allerlei im christlichen Bereich. Dann schwappte das allmählich über, wurde international. Es hat plötzlich sämtliche Denominationen, also ganz verschiedene Kreise von verschiedenen Kirchen, richtige Großkirchen erreicht. Es gab, wenn wir als Familie irgendwo gesungen haben, aufgetreten sind, Musik gemacht haben, gab es landesweite Warnungen, schon bevor wir am Ort waren, plötzlich gab es Warnungen, dass sich ganze Kirchenverbände zusammengeschlossen und gegen uns gestellt haben. Ob das jetzt in Rumänien, Ukraine oder Russland war, spielt keine Rolle. Überall merkte man, da ist etwas gegen uns in Arbeit, das man nicht verstehen konnte. Das hat mich jahrelang beschäftigt. Ich dachte, wenn wir doch ohne Geld, ohne etwas zu verlangen, Menschen gesund machen, wir haben Hunderte und Tausende Menschen wiederhergestellt, warum ist es möglich, dass wir von allen Seiten drangsaliert werden? Was machen wir richtig? Aber irgendwann musste ich mich fragen, was machen die anderen verkehrt? Ja? Weil daraus wurde eine Verfolgung,
Und so entstehen Verschwörungen. Verschwörungen sind nicht etwas anderes als etwas, das von Kleinen her wächst und einfach sich Bahn bricht und irgendwann sein wahres Gesicht zeigt. Ja. Tatsache ist, es gab dann zunehmend hunderte bedrohlicher Attacken. Plötzlich waren größte Pressehäuser an meinem Namen interessiert, obwohl ich nirgend irgendjemand etwas geschadet habe. Ich habe allen Menschen nur Liebes getan. Plötzlich wurde meine ganze Familie angegriffen. Ich wurde angegriffen, dass ich meine Familie falsch behandeln würde und so weiter. Die ganze Presse reichte sich diese Artikel herum und es gab hunderte von verleumderischen, schwerst lügenden Presseartikeln. Das ging über in Fernsehen, in Radio. Ich habe mich dann hingesetzt. Ich habe nicht weniger als 60 Gegendarstellungen geschrieben, eigenhändig. Das hat sehr viel Mühe gemacht. Ich habe den einzelnen Pressehäusern geschrieben, habe ihnen erklärt, was daran falsch ist und was das Richtige ist. 60 Gegendarstellungen wurden wieder jedes Gesetz abgewendet, einfach nicht veröffentlicht. Das heißt, alles, was ich zurechtbringen wollte, wurde nicht zurechtgebracht. Es war eine Verschwörung gegen mein Leben, gegen das Leben meiner Familie im Gange. Also stell dir mal vor, 60 Gegendarstellungen und keine einzige wurde veröffentlicht. Und das sind nur die, die ich gezählt habe, die anderen sind mehr in Wirklichkeit. Und jetzt wird es spannend. Bis hierher, was ich jetzt erzählt habe, was vielleicht dem einen oder anderen Schrecken in den Bauch jagt, muss ich sagen, das war eigentlich die Glückssträhne in meinem Leben. Das war gleichsam die Glückssträhne zu Ende mit diesen großen Verfolgungen in den Medien, Radio, TV, Printmedien. Es wurden nämlich europaweite Sanktionen und Boykotte daraus. Hier ein paar Beispiele von boykottierten Werken von mir, die ihr in keinem öffentlichen Handel je finden werdet, weil sie ausgerottet wurden. Wir nennen mal die neun Spielfilme von mir. Rückblickend, im Anfang war das Herz zum Beispiel voll boykottiert. Männer stiehlt man nicht im Jahr 14. Cosima perfekt naiv im Jahr 12. Alles boykottiert. Karma, ich komme wieder. 2010, alles boykottiert. Sophie und der Sektenboss, 2008, alles boykottiert. Helden sterben anders im Jahr 2006. Obgleich dieser Film neue Maßstäbe gesetzt hat, wir haben mit 1500 Komparsen den größten Monumentalspielfilm in der Schweiz gedreht. Über 300 Darsteller. Einer der bisher größten Action-Monumentalfilme überhaupt hier in der Schweiz. Trotzdem voll boykottiert von allen Seiten und zwar auf Null herunter. Habe ich 3 aufwendige Musicals und 8 große Oratorien verfasst, alles boykottiert. 26 Bücher, Fachbücher geschrieben, Bücher, die Zeugnis bekommen haben, dass sie einwandfrei sind, alles boykottiert, wirst du nirgends finden. 2000 Vorträge auf Tonträger, alles boykottiert. Zahllose Kleinschriften, alles boykottiert. Ich habe 46 Dokufilme gedreht mit Fakten und Hintergründen und Zusammenhängen zu Weltthemen aller Art, über Finanzsysteme, Krisenentwicklungen, die ganzen Mobilfunkgefahren, Terrormanagement, Frühsexualisierung, Flüchtlingspolitik, das umgesetzt mit Hunderten von Medientechniken, übersetzt in mehr als 40 Sprachen, alles knallhart boykottiert, bis zum letzten Hemd, wenn du so willst. Angefangen hat es mit Sanktionen unserer Versammlungen. In Walzenhausen selber, nachdem das Schweizer Fernsehen uns verleumdet hat, aus dem freien, erfundenen Denken raus, wurden uns dort Mehrzweckanlagen verboten. Dann kam die Mehrzweckhalle im Umkreis, wurden uns gestrichen, zuerst in Lust, dann in Maienfeld. Maienfeld hat uns später wieder aufgenommen. Seit der 5. AZK wurde die Olma-Halle boykottiert. Hallenverweigerung durch Tamedia, das sind übrigens Tamedia, sind diejenigen, die jetzt im freien Fall sind, die jetzt gerade diese großen Spaltungen haben. Ich kann dir auch sagen, warum, weil ihre Bosheit auf ihren Kopf zurückkommen muss. Das, was sie mit uns getan haben, jahrzehntelang, das ist ihre Bosheit. Unsere Werke müssen offenbar werden und ihre Werke müssen offenbar werden. Sie werden miteinander jetzt das machen, was sie mit uns gemacht haben. Das ist im Moment der Fall. Aber noch sehr viele andere Versammlungshallen wurden uns verweigert durch diese Verleumdungskampagnen, durch diese Verschwörung. Ja. Dann gab es bis hin zu Sanktionen, die reichten bis zu Papierlieferungen und Technikmaterial.
Also zum Beispiel die Firma Matzenauer, Papierlieferant und andere auch. Ich kann nicht alle nennen, die Zeit würde nicht reichen. Sie haben uns dort kein Papier mehr geliefert für die eigens selbst gedruckten Bücher. Wir haben mittlerweile über 100 Druckstationen entwickelt. Das ist der Vorteil einer Verfolgung, du musst alles selber machen. Ja. Es war eine direkte Attacke, die weiterging hinein in Richtung nicht nur aus dem öffentlichen Markt verdrängen, sondern auch noch die Eigenleistung, den Eigenverlag, der nur noch übrig blieb, auch noch zu attackieren, dass du kein Papier kriegst. Dasselbe mit Tonträgern. Als wir diese Anlagen einkaufen wollten, stellte sich Siemens quer, hat gesagt, ich verkaufe dem Sasek keine Anlage, weil in den Zeitungen steht das und das über ihn geschrieben. Siemens ist dann zurückgerudert, als ich sie ins Verhör nahm. Ich habe ihnen da erklärt, was sie hier gerade so falsch machen. Also Siemens ist hier wieder aus dem Schneider. Wir haben dann später Anlagen kaufen können. Dazu zahllose Drehplätze, manchmal am Tag des Drehs selber. Wenn schon 200 Leute unterwegs sind, alles boykottiert, gestrichen. Du standest mit den 200 Leuten auf der Straße, oft kurz vorher noch. Ja. Dann gab es jahrzehntelange Boykott gegen unseren Kaffeebetrieb in Walzenhausen. Seit das SF eingefallen ist, wurden dort auch unsere 11 Kinder verfolgt in der Schule. Eine permanente Not, eine permanente Diskriminierung, Drangsalierung bis hin zu Körperverletzungen. Ja. Aber die Lehrer sagen durchs Band, immer schon sagen sie, sie haben nie solche Kinder erlebt. Es war immer ihre Stütze, es war immer ihre Rettung. Und trotzdem, sie haben nie den Rücken gehabt, der Verschwörung, die hier angelaufen ist, die Stirne zu bieten. Ja. Wir haben ganz offensichtlich etwas rivalisiert, von dem wir nicht wussten, dass wir es rivalisieren, weil wir machen gratis die Menschen wieder gesund. Wir machen gratis alles, was wir machen, machen wir gratis. Und das passt gewissen Menschen nicht, die von viel Geld leben. Ja. Aber jetzt kommt es noch dicker. Seit 2015, also jetzt gerade mal 2-3 Jahre zurückgerechnet, verweigern uns sämtliche Großbanken die Kredite. Jetzt als Beispiel, wir machen diese Veranstaltung heute hier in Deutschland, dann müssen wir unsere 40 Tonnen Materialien, die wir hier für so eine Veranstaltung brauchen, müssen wir etwa 80 bis 100.000 Geld hinterlegen, als Sicherheit, dass das Zeug wieder zurückkommt. Das ist eine Zollgeschichte. Also wenn ich 100.000 Franken holen möchte bei der Bank und sage, ich brauche das und ich kann nachweisen, wir haben fünffache oder zehnfache Absicherung für dieses Geld, stehen Sie hin und sagen, Sie bekommen kein Geld. Und dann gehe ich zu der UBS, ich gehe zu der CS, ich gehe zu der Raiffeisenbank, ich gehe zur Hypovereinsbank. Überall dasselbe, nein, Sie bekommen kein Geld. Ich sage, Moment mal, wie war das? Ich habe mein erstes Haus ohne einen Franken Eigenkapital gekauft. Jetzt habe ich 10, 20-fache, wenn es sein muss, Sicherheiten. Was ist das Problem? Das dürfen wir nicht sagen, sagen Sie. Dann sage ich Ihnen ins Gesicht, das war in der UBS, habe ich diesen Menschen ins Gesicht gesagt, ist es wegen dem, was in der Zeitung über mich steht, weil sie uns verklagen und böse Dinge über uns sagen? Dann nickt er, und das hätte er wahrscheinlich nicht tun dürfen, sagt, ja, so ist es, wir wollen mit ihnen nichts zu tun haben. Also alles mit drin. Seht ihr, was eine Verschwörung ist? Wie ist es möglich, dass alles zusammen so funktioniert? Es ist leicht möglich, wenn die Leute zusammengehören. Ja? Wenn die Leute sich kennen untereinander und sich den Ball zuschieben, ist das möglich. Ich kann euch noch den Schluss servieren. Es ist nämlich noch nicht vorbei mit dem ganzen Kapitel. Jetzt kommt es zu den Verweigerungen sämtlicher Filmfestivals. Also es hat ja begonnen, wir waren ausgewählt aus 600 Filmen, war unser Heldensterben anders damals in Solothurn nominiert. Der Direktor war hell begeistert von diesem größten Filmfestival der Schweiz. Und dann fielen die Medien ein, da habt ihr die Titel, also wir haben die Zeitungen stapelweise, solche Stapel, haben sie Alarm geschlagen und uns aus dem Festival herausbuxieren wollen, ist ihnen aber nicht gelungen. Aber seit dieser Stunde haben die so eine Angst bekommen, weil die Medien überall eingefallen sind, dass seither rapide das Ganze runtergeht. Heute haben wir keinen einzigen Zugang mehr zu irgendwelchen Filmfestivals. Ich reiche aber jedes Jahr wieder ein, auch diesen Film kommt wieder nach Solothurn, ich bekomme immer dieselben Zuschriften zurück, sie nehmen nichts an. Ja. Cosima perfekt naiv, wurde durch die SFK, da geht die Verschwörungslinie weiter, noch nicht mal ab 18 Jahren zugelassen. Ihr alle kennt Cosima, ja? Noch nicht mal ab 18 Jahren. Du siehst kein Blutstropfen, keine Schlägerei, doch eine kleine Rammelszene gab es da drin, wo sich ein paar Heterosexuelle und ein paar Homosexuelle geprügelt haben am Boden. Wohlverstanden, angezogen, nichts Unseriöses.
einfach eine kleine Rammelszene. Für die bekamen wir eine Sperre, noch nicht mal ab 18 Jahren. Wir mussten diese Szene rausnehmen, aber da hast du die Linie. Da waren die Pädophilen, die Transvestiten, fühlten sich so derart angegriffen, dass es offensichtlich funktioniert hatte, wegen einer kleinen Rammelszene einen ganzen Film zu sperren. Du kannst vor einen Zombie schauen, wo man die Köpfe absägt, stundenlange, oder die Leute zerfetzt, als dass das zugelassen würde. Dann wurde dieser Film von der gesamten Erziehungsdirektion boykottiert, weil das sind alles verfilmte Schweizer Geschichtsbücher, die besten Geschichtsbücher der Schweiz in einen spannenden Spielfilm eingebettet. Kam die Erziehungsdirektion, hat den Film total in allen Schulen verboten, weil die Schulen wollten ihn. So geht's weiter, die Verschwörung, Verkaufsverweigerung unserer Filme mittlerweile durch sämtliche Vertriebsgeschäfte. In sämtlichen Kinos sind die Medien eingefallen, wo immer der Film gezeigt wurde, sind die Medien eingefallen. So haben wir erkennen gelernt, dass das Ganze unter einer Medienzentrale zusammenläuft, dass die scheinbare Vielfalt nur eine Lüge ist. Ja. Also, sie sind hinterher, haben alle Kinobesitzer bedroht, bis sie uns aus jeder Kette raus hatten, aus jedem Geschäft. Schon als die Filme im Geschäft lagen, wurden sie uns zurückgegeben, wir nehmen ihre Filme nicht mehr auf. Ja. Unsere Antwort, muss ich ein bisschen wieder mal aufheitern, sind jetzt einfach eigene Home-Cinemas. Das ist die Quittung dafür, wir haben etwa 1000 Home-Cinemas, wir machen die Filme, die Kinos selber heute. Danke euch, ja. Unsere Devise ist in allem einfach hochsteigen. Wenn man uns erniedrigen will, muss man hochsteigen. Immer schön cool bleiben, immer gut tief durchatmen, gell? Keine Panik. Denn wer hat schon eine eigene Kinokette, oder? Das musst du positiv sehen. Das hat alles einen positiven Reiz. Ich weiß noch, als ich kleines Kind war, war die Migros ähnlich verfolgt. Sie wurden verfolgt wie eine Sekte. Das war katastrophal. An jeder Ecke versuchte man Migros fertig zu machen. Die Quittung ist heute, Migros ist die größte Verkaufskette überhaupt. Ja. Sie haben sich einfach durchgesetzt, sie haben den Kopf nicht hängen lassen und genauso machen wir es auch. Ich sage, wenn Sie uns irgendwo raussperren, ich habe heute über 100 Druckstationen, gut, dann machen Sie eigene Druckereien, eigene Verlage, eigene Produktionsstätten, dann machen wir es halt selber, wenn ihr das nicht wollt. Aber wir lassen uns nicht den Mund verbieten, wir lassen nicht Wahrheit zur Lüge verkehren und schon gar nicht lassen wir die Lüge stehen, wo sie die Menschen kaputt macht. Da kämpfen wir dagegen an. Ja. Eben das Ganze, was ich hier erzähle, immer laufend begleitet von neuen verleumderischen Presse, Rundfunk, TV, Artikel, Verfolgungen, total mit dem Ziel auf einen Totalboykott. Du musst einfach wissen, dass dieser Film eine Substanz hat, die auf diesem Hintergrund mit entstanden ist. Ja. Das Schlimmste für mich persönlich ist vielleicht das im Moment, dass Staatsanwaltschaften, trotzdem sie diese Verschwörung kennen, keinen Finger krumm machen. Es gibt keine Anhandnahme dieser Dinge, keinerlei Beachtung von handfesten Diskriminierung von Minderheiten, jetzt in unserem Fall zumindest. Die Staatsanwaltschaft, die ich dazu aufrufe, uns zu helfen, kehrt den Spieß um und gibt mir eine Strafanzeige. Und warum bekomme ich eine Strafanzeige? Weil ich in einer Versammlung, wo über Dinge geredet wurde, zum Beispiel Redeverbot auf Gerichten, Beweisverbot, Verteidigungsverbot, ihr wisst noch, diese Frau, Silvia Stolz, hat dort einen Vortrag gehalten, hat gezeigt, wie sie als Anwältin gezwungen wurde, wegzutreten, dass man eine Sache nicht mehr besprechen darf vor Gericht, keine Beweisanträge stellen darf, keine Verteidigung in gewissen Dingen. Sie hat nur diese Probleme aufgezeigt und dann wurde ihr unterstellt, sie hätte den Holocaust geleugnet, was Tausende von Leuten mitgehört haben und alle haben bezeugt vor laufender Kamera, nichts davon ist wahr, aber die Staatsanwaltschaft hat es geschafft, anstatt unsere Sache zu verteidigen, wo aktive Verfolgung herrscht, aktiv, nachweisbar, hat sie es geschafft, etwas zu sehen, was tausende Menschen nicht gesehen, nicht gehört haben, was unser Rechtsdienst geprüft hat, nichts gehört hat, und mir zu unterstellen, ich hätte geschwiegen zu einer Holocaust-Leugnung, ich hätte sie als Moderator nicht unterbrochen, ich hätte sie nicht zurückgewiesen. Und dafür ist jetzt die Staatsanwaltschaft bereit und hat das jetzt vor Gericht gebracht, da habe ich einen Prozess vor mir.
wo das angegangen wird. Also jetzt sieht man mal dieses Verhältnis, daraus machen wir jetzt einen richtigen Showkampf natürlich, da lassen wir uns nicht unterkriegen. Also hier seht ihr mal, wo unser Justizsystem ist und hier endet mein Bericht. Wichtig ist mir, dass du begreifst, es gibt Verschwörung. Wenn du heute hier sitzt und diesen Film siehst, wenn du Skeptiker warst, sage ich dir, ab spätestens diesem Tag solltest du glauben, dass Verschwörung existiert. Wenn du all die Filme von mir kennst, dann weißt du, dass wir keine schlimmen Filme drehen. Wir haben es am Anfang gehört, das sind moralisch hochwertige Filme. Aber das Problem ist, sie basieren auf Wahrheiten, auf wahren Zeugenaussagen, auf wahren Daten und da wird es gefährlich. Aber der Punkt ist, du kannst alles drehen, jeden Zombiefilm, James Bond drehen, den kannst du ab 12 schauen in jedem Kino. Da fließt Blut in jedem Film, das ist ein einziges Massaker, wenn du so willst. Solange nur irgendwelche Einzeltäter irgendwo oder kleine Grüppchen irgendwo angeprangert werden, kannst du jeden Film drehen. Aber wenn du auf die Idee kommst, darüber hinaus zu denken und an die wirklichen Täter zu denken mit deinem Drehbuch, dann wird es gefährlich. Also wenn du denen auf den Schlips trittst, die tatsächlich dahinter stehen, dann kommen die aus dem Busch, bevor du gemerkt hast, dass du sie getroffen hast. Ja. Und seht ihr, um noch das Letzte zu zeigen, dieses Ungleichgewicht auch in der Rechtsprechung heute. Wir haben als KlarTV in den letzten paar Jahren nicht weniger als 9400 Filme gedreht oder Sendungen gemacht, um Missstände aufzuzeigen, allergrößter Kaliber, mit Zehntausenden von Quellenbelegen, schwerste Kriegsverbrechen, schwerste Wirtschaftsverbrechen, schwerste Pharmaverbrechen, schwerste Pädophilienverbrechen, schwerste Politverbrechen. Und all diese 9400 Produktionen, die Staatsanwaltschaften haben nicht eine Sache mit dem kleinen Finger angerührt. Nichts, bleibt alles liegen. Aber wenn ich zu etwas schweige, was ein anderer gesagt hat, wird es aufgegriffen. Und damit, denke ich, habe ich genug ausreichend belegt, dass es Verschwörung gibt. Ich wünsche euch trotz der schweren Vorrede viel Spaß beim Film. Wir nehmen das locker. Wir sind immer noch hier. Wir sind daran gewachsen. Wir sind daran gereift. Das gehört sich, wenn man Mann ist im Leben, dann gehört sich das, dass man hier einfach steht. Okay?